Mit Abendsonne. Ich bin arbeitssuchend. Ich kann mein weiteres Leben nicht von meinen Ersparnissen bestreiten. Daher lese ich Schaub Arbeitsrechtshandbuch 17. Auflage. Ich bin angekommen bei Paragraph 3, drittens Grundrechte im Arbeitsverhältnis. Und es geht um Artikel 5 Römisch 1 Satz 2 des Grundgesetzes. Es ist ein grauer Kasten. Das Wort Rundfunkfreiheit ist fett gedruckt. Dann gibt es Auswahl, Einstellung und Beschäftigung des Personals. Ist auch fett gedruckt. So. Dies ist Artikel 19. Da habe ich gelernt, was ein Grundrechtsträger ist. Grundrechte gelten auch für inländische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind, steht da. So, Artikel 5, Römisch 1 oder Absatz 1, Satz 2. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Okay, die Rundfunkfreiheit ist also die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film. So, ich erstatte Bericht, was in diesem Buch steht, und deshalb rufe ich mich jetzt einfach mal auf die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film. Die wird hier Rundfunkfreiheit genannt. Das Wort Rundfunkfreiheit fällt wieder mal nicht im Original. Was man bei so einem Nazi-Schild, und das ist an der Stelle garantiert einer, nicht anders erwarten kann. Warum sauber arbeiten? Die durch Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes geschützte Rundfunkfreiheit, die da nirgendwo steht, gibt Rundfunkanstalten das Recht, frei von Fremden, insbesondere staatlichem Einfluss, über die Auswahl, Einstellung und Beschäftigung derjenigen Mitarbeiter zu bestimmen, die an Hörfunk- und Fernsehsendungen inhaltlich gestalten mitwirken. Gibt es auch wieder einen Bezug zum BGB. Holis, wahrscheinlich tue ich das mal dran. Stell außerdem mal die Eieruhr. So, hier steht was von Arbeitnehmerähnlichkeit BGB Paragraph 611. Oder nicht Paragraph, Entschuldigung, Beschluss 611. Das ist hier ein Kommentar, da kann man Paragraph sagen, spätestens hier hört der Spaß auf. Die sind Parlamentsbeschlüsse, die sollen wir würdigen. Das Buch hier würdige ich sowieso viel zu viel. So.
So, und spätestens jetzt sieht man wieder, dass es eine Nazi-Zeitschrift ist, was da nämlich steht im BGB. Wo drauf die ehemalige Nazi-Zeitung NZA, Nationale Zeitung verarbeitet, oder wie es jetzt heißt, Neue Zeitung verarbeitet. Deshalb hießen die früher auch immer Neonazis. Neue juristische, so, ja. Hieß früher auch anders. Hier steht vertragstypische Pflichten beim Dienstvertrag. Von Arbeitnehmerähnlichkeit steht da nichts. Und was da steht, hat auch ganz bestimmt nichts mit der Freiheit zu berichten durch Rundfunk und Film zu tun. Vertragstypische Pflichten beim Dienstvertrag. Durch den Dienstvertrag wird derjenige, welcher Dienste zusagt zur Leistung der versprochenen Dienste, der anderen Teil zur Gewährung der vereinbarten Vergütung verpflichtet. Gegenstand des Dienstvertrages können Dienste jeder Art sein. Für mich klingt das wie Prostitution, ist in Ordnung, aber was das mit dem zu tun hat, was da steht, ist mir nicht klar. Das ist mir irgendwie, ich meine, ich bin auch gerne kreativ juristisch tätig, aber ich verstehe es nicht. Genauso wie ich das Arbeitsgericht Solingen nicht verstehe. Naja. Ich lese es nochmal vor und dann kann man mir gerade mal. Ich glaube nicht, dass man das kann. Ich bin zu doof dafür. Also, ja, die vertragstypischen Pflichten beim Dienstvertrag noch im Kopf und dann die durch Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes geschützte Rundfunkfreiheit gibt Rundfunkanstalten das Recht, frei von Fremden, insbesondere staatlichem Einfluss, über die Auswahl, Einstellung und Beschäftigung derjenigen Mitarbeiter zu bestimmen, die an Hörfunk- und Fernsehsendungen inhaltlich gestalten, mitwirken. Ich erkenne da keinen Zusammenhang. Die Rundfunkfreiheit in ihrer Bedeutung als Programmfreiheit gewährleistet, dass Auswahl, Inhalt und Gestaltung des Programms Sache des Rundfunks bleiben und sich an publizistischen Kriterien ausrichten können. Da steht ja nichts von Programmfreiheit. Ich kann mal gerade sagen, was da steht. Da steht was von freier Berichterstattung. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Fernsehen werden gewährleistet. So, und aus der Freiheit der Berichterstattung machen wir hier das Auswahl, Inhalt und Gestaltung des Programms Sache des Rundfunks bleiben. Es gibt auch anderes Programm, was nichts mit Berichterstattung zu tun hat und das wird ganz bestimmt nicht dadurch gestützt. Das steht einfach nur Scheiße in diesem Buch. Kommt die Galle hoch. Die Sache des Rundfunks bleiben und sich an publizistischen Kriterien ausrichten können. Ich würde sagen, wenn sie sich an publizistischen Kriterien ausrichten, dann bleiben sie Sache des Rundfunks und sonst nicht. Aber egal.
unvereinbar mit der Rundfunkfreiheit sind nicht nur unmittelbar Einflussnahme Namen Dritte auf das Programm, sondern auch Einflüsse, welche die Programmfreiheit mittelbar beeinträchtigen können. Da ist auch wieder der Paragraph 611 BGB und der Beschluss 611 BGB zitiert. Ich sehe da keine. Ich kann ihn nochmal vorlesen, aber da steht sowas nicht drin. Das ist einfach nur komplett gaga, wie dieses Arbeitsgericht in Solingen. Die Gefahr einer solchen Beeinträchtigung besteht auch bei fremdbestimmter Einflussnahme auf Auswahl, Einstellung und Beschäftigung des Personals, von dem die Programmgestaltung abhängt. Um die Freiheit der Berichterstattung zu überprüfen, muss man einfach nur gucken, was wirklich passiert ist. Wer sich nicht an der Wirklichkeit hält, wird halt rausgeschmissen. Ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Insbesondere können veränderte Berichtsgegenstände, Programmtechniken, Wettbewerbslagen und Publikumsbedürfnisse eine Veränderung von Programmstrukturen und der in den Sendungen zu vermittelnden Inhalt erforderlich machen. Mir kommt die Galle hoch. Was hat das mit Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes zu tun? Ich verstehe es nicht. Ich bin dazu doof, so zu. Es ist ein Satz. Ich kann noch mal vorlesen. Aber es wird nicht besser dadurch. Die Rundfunkanstalten müssen solchen Erfordernissen durch den Einsatz von für die jeweilige Aufgabe qualifizierten Mitarbeitern gerecht werden. Nicht die öffentlich bestellen. Die haben einen Bildungsauftrag und müssen Bericht erstatten. Ansonsten müssen die gar nichts. Die kommen ihrem Bildungsauftrag auch nicht nach. Telekolleg-Sendung gibt es auch nur auf Bayern Alpha. Wenn ich mir die Lokalzeit angucke hier im WDR um die aktuelle Stunde, dann hat das nichts mehr mit Berichterstattung zu tun. Dass in Remscheid im Rathaus mal die Tür aufgelassen worden ist oder jedes Mal der gleiche Oldtimer-Händler oder Alfa Romeo Händler mit einer italienischen Espresso-Maschine bemerkt, ist einfach nur eine absolute Unverschämtheit. So, jetzt wird wieder Bezug genommen auf 611 Arbeitnehmerähnlichkeit. Das steht da nicht drin. Die Rundfunkanstalten müssen solchen Erfordernissen durch den Einsatz von für die jeweilige Aufgabe qualifizierten Mitarbeitern gerecht werden. Sie müssen daher die rechtliche Möglichkeit haben, auf einen breit gestreuten Kreis unterschiedlich geeigneter Mitarbeiter zurückzugreifen und dabei und bei der Begründung von Mitarbeiterverhältnissen den insoweit jeweils geltenden Vertragstyp wählen zu können. Das hat was mit Beschluss 611 BGB zu tun.
Dazu wären Sie aber nicht in der Lage, wenn Sie ausschließlich auf unbeschriftlich befristet beschäftigte Arbeitnehmer angewiesen wären. Allerdings kommt der Rundfunkfreiheit gegenüber dem Interesse des Arbeitnehmers an einer Dauerbeschäftigung kein genereller Vorrang zu. Ist der Schutzbereich der Rundfunkfreiheit berührt, sind die Belange der Rundfunkanstalt und des betroffenen Arbeitnehmers im Einzelfall abzuwägen. Der ganze Kasten ist komplette Scheiße. So. Ich habe noch 25 Minuten auf der Uhr. Es geht weiter mit Rand Nummer 34 und trinkt noch ein Stück Wasser. Hier kommt die Galle hoch. Der grundrechtliche Schutz der Rundfunkanstalten ist auf programmgestaltende Rundfunkmitarbeiter beschränkt, die an Hörfunk- und Fernsehsendungen inhaltlich gestalten mitwirken. Nicht vom Schutz des Artikels 5 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes umfasst sind Personalentscheidungen, bei denen der Zusammenhang mit der Programmgestaltung fehlt. Ein Zusammenhang mit der inhaltlichen Gestaltung des Programms liegt vor, wenn die Rundfunkmitarbeiter typischerweise ihre eigenen Auffassungen zu politischen, wirtschaftlichen, künstlerischen oder anderen Sachfragen ihrer Fachkenntnis und Informationen ihrer individuellen künstlerischen Befähigung und Aussagekraft in die Sendung einbringen, wie dies etwa bei Regisseuren. Aha. Ich muss mal gerade das nochmal abdecken. Ich bin zu doof dafür, das sofort zu verstehen. Ein Zusammenhang mit der inhaltlichen Gestaltung des Programms liegt vor, wenn die Rundfunkmitarbeiter typischerweise ihre eigenen Auffassungen zu politischen, wirtschaftlichen, künstlerischen oder anderen Sachfragen, ihre Fachkenntnisse und Informationen, ihre individuelle künstlerische Befähigung und Aussagekraft in die Sendung einbringen. Wie dies etwa bei Regisseuren, Moderatoren, Kommentatoren, Wissenschaftlern und Künstlern der Fall ist. Okay. Der Zusammenhang mit der Programmgestaltung fehlt dagegen, wenn sich die Personalentscheidungen auf Mitarbeiter beziehen, die nicht unmittelbar den Inhalt der Sendung mitgestalten. Hierzu zählen nicht nur das betriebstechnische und Verwaltungspersonal, sondern ebenso solche Mitarbeiter, deren Tätigkeit sich, wenn auch im Zusammenhang mit der Verwirklichung des Programms stehend, in dessen technischer Umsetzung erschöpft und ohne inhaltlichen Einfluss auf dieses bleibt. Also, wer keine Sendung gestaltet, hat auch keinen besonderen Schutz durch Artikel 5 Absatz 1 Satz 2. Das kann ich nachvollziehen. Dazu kann auch je nach den konkreten Umständen des Einzelfalls die Tätigkeit eines Rundfunksprechers gehören. Das heißt, wer nur vorliest und nicht gestaltet, genießt auch keinen besonderen Schutz. Die Rundfunkfreiheit findet gemäß Artikel 5 Absatz 2 des Grundgesetzes ihre Schranken in den allgemeinen Gesetzen. Dazu gehören die bürgerlich-rechtlichen Vorschriften über den Dienstvertrag und die
besondere Bestimmungen des Arbeitsrechts, namentlich des Kündigungsschutzgesetzes. Bei der Auslegung und Anwendung dieser Vorschriften müssen die Gerichte die grundsätzlich gewährleistete Rundfunkfreiheit beachten. Erforderlich ist eine fallbezogene Abwägung. Hierbei ist auf Seiten der Rundfunkanstalt der Zusammenhang zwischen Programmfreiheit und Personalentscheidungsbefugnis zu berücksichtigen. Auf Seiten der Rundfunkmitarbeiter ist insbesondere der arbeitsrechtliche Bestandsschutz von Bedeutung. Bei der Abwägung darf weder den programmgestaltend tätigen Rundfunkmitarbeitern der arbeitsrechtliche Schutz generell versagt werden, noch dürfen bei der Entscheidung über diesen Schutz die Regeln und Maßstäbe des Arbeitsrechts in einer Weise auf die Anstellungsverhältnisse der Mitarbeiter angewendet werden, die das durch die Verfassung geschützte Recht der Anstalten frei von fremden Einflussnahmen über die Auswahl, Einstellung und Beschäftigung dieser Mitarbeiter zu bestimmen, und das steht nur wieder Scheiße. So. Ich lese nochmal die Kacke vor, die hier steht. So. Hier kommt das, kotzt mich sowas. Ich kann es nur schwer ertragen. Wahrscheinlich hilft es, die Verhandlung am nächsten Donnerstag zu ertragen. Der Kammertermin ist auch wahrscheinlich wieder so kurz auf eine halbe Stunde angesetzt und dann dauert er 5 Minuten. Und mir wird gesagt, dass ich Unrecht habe. Und dafür musste ich einmal vor die Kammer treten. Mir werden wieder nicht die ehrenamtlichen Richter vorgestellt. Und die sitzen auch nur da, als ob sie total zugedröhnt sind. Mit einer Flasche Apfelkorn kriegt man das nicht hin, so tot da zu sitzen. Dazu gehören die bürgerlich-rechtlichen Vorschriften über den Dienstvertrag und die besonderen Bestimmungen des Arbeitsrechts, namentlich des Kündigungsschutzes. So, das sind die Schranken dieser allgemeinen Gesetze, so, wo die Freiheit der Berichterstattung für Film und Rundfunk ihre Schranken findet. Eine Rundfunkfreiheit gibt es nicht. Bei der Auslegung und Anwendung dieser Vorschriften müssen die Gerichte die grundrechtlich gewährleistete Rundfunkfreiheit beachten. Erforderlich ist eine fallbezogene Abwägung. Hierbei ist auf Seiten der Rundfunkanstalten der Zusammenhang zwischen Programmfreiheit, die gibt es auch nicht, und Personalentscheidungsbefugnis zu berücksichtigen. Auf Seiten der Rundfunkmitarbeiter ist insbesondere der arbeitsrechtliche Bestandsschutz von Bedeutung. Bei der Abwägung darf weder den programmgestaltend tätigen Rundfunkmitarbeitern der arbeitsrechtliche Schutz generell versagt werden, noch dürfen bei der Entscheidung über diesen Schutz die Regeln und Maßstäbe des Arbeitsrechts in einer Weise auf die Anstellungsverhältnisse dieser Mitarbeiter angewendet werden, die das durch die Verfassung geschützte Recht der Anstalten frei von fremder Einflussnahme über die Auswahl, Einstellung und Beschäftigung dieser Mitarbeiter zu bestimmen, unberücksichtigt lässt. So. Zu gut Deutsch, der Rundfunk hat sich zu verhalten wie jeder andere
Arbeitgeber. Paragraph 611 BGB Abhängigkeit, was nicht alles in diesem Paragraph oder Beschluss 611 BGB reininterpretiert wird. So, kommen wir zu einem weiteren grauen Kasten. Ich hoffe, es steht nicht so viel Gaga-Scheiße drin. So, es geht um Artikel 5 Absatz 3 oder Römisch 3 des Grundgesetzes. Den wollte ich jetzt mal laut vorlesen. In der letzten Viertelstunde. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. So. Kunst ist frei und es wird hier kunstfrei genannt. So, und jetzt der graue Kasten. Ich war gerade wieder in Gedanken woanders. 40 Minuten vorlesen ist lang. So. Das Grundrecht der Kunstfreiheit aus Artikel 5. Mein Abszess hier ist ein bisschen besser geworden. Ich fasse die ganze Zeit dran, sollte man nicht tun. Ich mache hier deshalb Alkoholauszug aus Kamille. Darf ich? Darf nicht jeder in Deutschland sowas? Vorgeschriebene Laborglasflasche,
vorgeschrieben, dicht mit Deckel und Sprengring heißt es. Die muss man runternehmen, wenn man hier eine halben Liter Pipi für die Doppelprobe nimmt und dann da einwerfen. Dann kriegt man es auch fester zu. Das Grundrecht der Kunstfreiheit aus Artikel 5 Römisch 3 des Grundgesetzes schützt die Herstellung des Kunstwerks und den damit verbundenen schöpferischen Prozess. Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes ist eine das Verhältnis der Kunst zum Staat regelnde wertentscheidende Grundsatznorm. Die Kunstfreiheitsgarantie betrifft nicht nur die künstlerische Betätigung, sondern auch die Darbietung und Verbreitung des Kunstwerks. Grundrechtsträger ist jeder, der künstlerisch tätig ist oder tätig werden will. Hab ich schon ein Problem mit. Ich will künstlerisch tätig werden, ich darf das. Ich habe keine Ahnung, ich kann nichts, aber ich will künstlerisch tätig werden. Das Grundrecht kann auch einem öffentlich-rechtlichen Träger kunstvermittelnder Medien zugutekommen. Die Kunstfreiheit wird dann von dem jeweils künstlerisch Verantwortlichen wahrgenommen. Das Problem ist, es gibt staatlich geregelte Kunstausbildung in Deutschland. Und die findet an Musikhochschulen und Hochschulen der Künste statt, die nächstes hier in Essen und in Düsseldorf. Düsseldorf für Bildende Kunst und Essen für den Rest, die kooperieren auch. Und einfach nur sagen, ich will Kunst machen und deshalb darf ich das jetzt. Reicht meiner Meinung nach nicht. Dafür ist die Freiheit, die man bekommt, zu weit reicht. Das ist auch wieder so eine Güterabwägung. Man muss auch was können, um sich auf Freiheit berufen zu können. Deshalb findet Kunst auch erstmal in Deutschland in einem geschützten Rahmen an der Hochschule der Künste statt. Und wenn man gezeigt hat, dass man da was kann, kann man aus diesem geschützten Rahmen heraustreten. Die denken sich da ziemlich viel bei. Von daher finde ich den Kasten auch schon wieder einfach nur total daneben. Naja, was willst du machen? So, ich habe nur 9 Minuten auf der Uhr. Und ich sag's euch, liebe Kinder, ich habe Alkohol im Kühlschrank stehen. Und den trinke ich jetzt einfach, bis das klingelt. Zu voll. So, das ist im Wesentlichen Radler mit einem Schluss dunklen Rum aus dem Supermarkt hier um die Ecke. Damit die Umdrehung stimmt. So. War ein Schuss zu viel rum. Das reicht. So.
ich freue mich über mein Nursery Songbook. Das Lied über die Alouette ist drin, Gentil Alouette. Und zwar die versaute Version. Alouette, gentille Alouette, Alouette, je te plumerai. Alouette, gentille Alouette, Alouette, je te plumerai. Je te plumerai la tête. Je Je te plumerai la tête, je te plumerai la tête, et 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 la tête, Alouette, oh, Alouette, gentille Alouette, Alouette, je te plumerai. Ah, ja, kenne ich so. Wenn ich Begleitung auf dem Synthesizer spielen kann. Camp Town Races. Kentown, ta ra 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 Come down there with my head cave, head with my head caved in, do da, do da. Come down there with my head caved in, do da, do da. Go back home with my pocket full of tin, oh, do da day. Going on all night, going on another day. I bet my money on the bobtail neck, bobtail neck. Somebody betted the bay, somebody betted on the, betted on the bay. Somebody betted on, do 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 do, bum ba da 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 da. Somebody betted the bay, Camp Town races on a long bay. Camp Town races sing the song, do da, do da. Camp Town races 5 months long, oh, do da day. Choop, choop. Da. Dr. Foster. Daddy Fox, Diddle Diddle Dumbling My Son John. Ding Dong Bell, Pussy's in the Well. Who put her in? Little Tommy Green. Who pulled her out?
Little Tommy Stout. Knallrot. So. The Chest's Book of Nursery Rhymes and Children's Songs. So. Do Your Ears Hang Low ist das nächste. Five little ducks went swimming one day. Last night I found a peanut last night. Where'd you find it? Last night where did you find it last night? In the dumpster last night I found it in the dumpster. I had found it last night, cracked it open. So. Das ist lustig. Da 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 cracked it open last night I cracked it open last night. Found it rotten last night.